Hallo und herzlich willkommen zu Larry Suit. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin so froh, dass ich nicht gelenkig bin, denn sonst würde mir ein Teil aus meinem Hintern fehlen. Ich würde mir so derbe in den Popo beißen, denn ich hatte eigentlich vor, nach der letzten Folge in das Gebäude zu gehen, um dann zu speichern. Ne, ich vermute einfach mal, dass wenn ein Szenenwechsel ist, das automatisch gespeichert wird. Und ich habe es nicht getan. Das heißt, wir dürfen jetzt nochmal alles durchleben hier. Wir können ja so überrascht tun, ne? Wir gehen jetzt einfach hier hin und denken uns so, ha, wie kriegen wir denn jetzt das Geld? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Ich bin Pro-Gamer und bekomme das natürlich auf Anhieb hin. Guck mal. Jetzt? Hey, der hat einfach das Geld geschluckt. Oh ja. Dämlicher Automat. Irgendwann werden sich die Menschen gegen die Maschinen auflehnen. Ich glaube, es kommt Pi. Was ist los, Larry? Och, nichts. Und dann würde ich jetzt gerne auf die Münzrückgabe klicken, weil ich denke mal, da kriegen wir einen Dollar raus. Oh, da ist mein Geld ja wieder. Oh, das kann man. Es ist sogar noch ein Vierteldollar mit rausgekommen. Ah, so vermehrt man also den Dollar? Aha. Ich lasse die Pflanzen besser in Ruhe. Okay. Aber der Samen ist nicht mehr da, ne? Hat man den. Ah ne, hat man ja noch gar nicht. Okay, alles klar. Pass auf. Jetzt, ich glaube, das müssen wir da reinstecken. Dann werfe ich mal meine Münzen ein. Und dann werden wir hier mal ein bisschen uns umgucken. Ich glaube, dass der hier sagen wird, ein großes Tier. Nein, ich bleibe lieber auf. Du sollst auch bitte dann da. Dann schauen wir mal. So, danke. Und dann gucken wir jetzt mal. Ach so, ja, genau. Jetzt wird rangezoomt, dramatisch. Ich weiß nicht, was das für ein Tier war, aber es muss ziemlich groß gewesen sein. Ja. Dann haben wir hier eine Zeltstadt, das ist Darth Vader. Das muss dieses galaktische Festival gewesen sein. Das sind Knicklichter. Irgendwo habe ich die doch schon mal gesehen. Ja. Ich hasse es, in Zelten zu schlafen. Müssen, da scheint jemand Spaß gehabt zu haben. Müssen wir jetzt nochmal alles anklicken? Ich glaube nicht, oder? Wir klicken jetzt das ist uninteressant. Wir klicken jetzt die wichtigsten Orte nochmal an. Da ist eine Badewacht. Okay. Ich glaube, hier sollte man lieber nicht baden. Dann würde ich sagen. Dazu würde ich gerne die Frau sehen. Oder den Mann. Eine Hütte für Rettungsschwimmer. So, das hatten wir uns jetzt schon angesehen. Das Schiff bekommt man nicht wieder seetüchtig. Genau, es ist eine Kunst, diese Insel zu treffen. Leistung, genau diese kleine Insel getroffen zu haben. Habe ich mir gedacht. Da ist eine Lichtung im Dschungel. Oh, da ist ein Hotel. Diese Plane stammt doch eindeutig aus dem Hotel. Das ist wirklich äußerst verdächtig. Ich sollte Bobby danach fragen. Genau, wir sollten die Bossin danach mal fragen. Nein, hier ist kein Hinweis auf Faith. Nein. 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 Okay. Was haben wir noch da? Da ist doch ein Boot. Ja, das ist richtig. Oh, das sind doch irgendwelche Ruinen. Warte. Die Insel sieht irgendwie gruselig aus. Jetzt kommt's. Das ist Gofuku Island. Ach, ich wusste es. Ich habe nämlich letztes Mal noch eine Reportage darüber gesehen. Und ich frage mich, ob die Insel unten zusammengeht, wie so ein großer Ob Donut. Ob der Ring unter Wasser zusammenläuft? Ach, das fragt er sich ja auch. Okay, alles klar. So, dann also, was Faiths Aufenthaltsort angeht. Weißt du jetzt, was mit ihr passiert ist? Nein, ich brauche mehr Details. So, jetzt können wir fortfahren. Wir können jetzt hier weitergehen. Wir gehen jetzt zur Bossin. Und was haben wir denn noch? Wir haben eine Goldkarte. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal zur Bossin. Ne, wir reden jetzt mit der, wir können ja mit dem Aufzug direkt zu ihr fahren. Da. Vielleicht können wir noch irgendwie eine Nummer austauschen. Man weiß es nicht. So, wir reden jetzt erstmal mit der. Ich feiere den Fisch da unten so derbe, ne? Den Fisch, der ist so knaller. Hey, Bobby! Was gibt's, Larry? So. Im Dschungel habe ich eine Plane vom Hotel gesehen. Ja, und? Was ist das für ein Ort? Das geht dich nichts an. Und es hat nichts mit deiner Faith zu tun. Okay. Im Dschungel habe ich... Ja, und? Was? Das geht nicht. Und es hat nichts... Ich muss... Wenn die direkt sagt, das hat nichts mit Faith zu tun, dann hat das was damit zu tun. Hundertprozentig. Und das Knicklicht hatte ich bei der... bei dieser meditierenden Tante gesehen. Deswegen gehen wir jetzt mal zu ihr. Und wir müssen irgendwie zu diesem Festzeltplatz kommen. So wieder. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Stimmt, mit Doppelklick kann man nämlich direkt dahin. So. Können wir jetzt mit dir eigentlich reden? Hast du irgendwas? Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Ohne mich! Immer noch nicht. Okay, alles klar. Ich muss jetzt. Ich vermute mal, dass die uns jetzt erzählen wird, oder beziehungsweise wir fragen die jetzt erstmal, ob die auf dem Festival war. Da. Ich weiß, dass diese Knicklichter vom Festival stammen. Warst du dort? Ich habe dort eine ganze Kiste mit denen gesehen. Genau. Du warst also dort? Ja.
Die mussten alle tragen. Niemand hatte daran gedacht, Lampen zu besorgen. Nachts kann es ziemlich dunkel werden, weißt du? Nachts ist es dunkler als draußen, das stimmt. Und wie war das Festival so? Fürchterlich. Das war überhaupt nicht galaktisch. Ich habe da überhaupt nicht zu mir selbst gefunden, sondern bin fast verdurstet. Und niemand hat mir Geld gegeben, damit ich weiterreisen kann. Okay, die will immer nur Geld haben, ne? Ich schätze, auf dem Festival gab es viele weitere heiße Frauen in Bikinis. Nein, da waren eigentlich nur komische Leute. Da waren zwei Typen, die mich total eklig angegraben haben. Erzählten mir was von Sleaze Wars. Keine Ahnung, was das schon wieder ist. Kenn ich auch nicht. Auf dem Festival müsste eine Blondine gewesen sein. Groß, schlank, wahrscheinlich in einem lila Kleid. Hat eventuell etwas verwirrt gewirkt. Ich bin ziemlich sicher, dass sie dort gewesen sein muss. Denk mal scharf nach. Doch. Da war so jemand, die ist da rumgestolpert, als wüsste sie nicht, wie sie dorthin gekommen ist. Weißt du, wohin sie nach dem Festival gegangen ist? Ich habe noch mitbekommen, wie sie in Richtung der Mondsichelbucht gelaufen ist. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Das muss Faith gewesen sein. Sie war dann also in der Mondsichelbucht. Okay, wo ist die Mondsichelbucht? Können wir das fragen? Nö, können wir nicht. Okay, bis später. Bis später. Ciao. Okay. Also, in der Mondsichelbucht. Wo ist hier eine Mondsichelbucht? Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Nein! Ich gebe nicht auf. Ich muss jetzt voran. Der schläft schon wieder. Sollen wir mal mit dem reden, wenn er schläft? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nicht ganz da ist. Können wir denn? Irgendwie habe ich das... Ja, okay. Ich dachte, jetzt könnte man mit der rechten Maustaste... Festival. Oh, warte mal. Können wir ihr den Festival-Flyer geben, eventuell? Das ist gut, so wie es... Okay, alles klar. Den haben wir ja von ihr bekommen, also macht das ja keinen Sinn. Ja, okay. Sind wir ja viel schlauer als vorher in der Mondsichelbucht. Wo finde ich denn die Mondsichelbucht? Ey, dann fragen wir hier mal, ne? Mr. Page, wo ich die finde. Ja? Ja? Ja, gut. Ich gehe dann mal. Das hilft mir nicht so weiter. Das hilft mir gar nicht so weiter. Ja, was können wir noch machen? Also, wir haben ja laut Auftragsbuch noch einiges zu tun. Ne? Zum Beispiel hier Gulp geben, täglich Safe Cocktail und Hotelbuffet Schweinefleisch frei machen. So, aber wie machen wir... Ja, ich würde gerne da rausgehen. So, wie machen wir das? Wir müssen hier auch noch was entsaften. Und ansonsten Salatbar. Das sieht so gesund aus. Ja, genau, das bringt ja nichts. Und der Ölteppich. Das hilft mir nicht. Wir müssen den irgendwie erweitern. Aber ich habe die Vermutung, dass wir jetzt erstmal zu der Ökotante gehen. Hier. Wir reden nochmal mit der. Weil. Ah, warte. Diesen Banner habe ich mir nicht. Los. Ja, ciao. Ich habe mir den Banner nicht angeguckt. Oh. So, wir gehen nochmal hier hin. Stimmt, ich habe mir den Banner nicht angeguckt. Da war doch irgendwo... Warte mal. Aussichtsplattform. So. Können wir den nochmal nutzen? Weil wir haben $1 reingeschmissen, haben nicht die ganze Zeit geguckt. Ist das nach Zeit oder nach Guckdauer, dass der irgendwie Sensoren hat, dass er merkt, oha, der guckt nicht mehr, also läuft die Zeit nicht weiter. Oder beziehungsweise das Geld wird nicht runtergerechnet. So, wo habe ich diesen Banner gesehen? Da ist eine Bade... Nee, das war das nicht. War das hier? Da ist eine Nee, auch nicht. Was ist das da? Eine mondsichelförmige Bucht. Da hat doch jemand Müll gesammelt. Und zwar sehr engagiert. Dieses Logo auf den Müllsäcken habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Hier kann ich nichts erkennen, was auf Faith hinweisen würde. So, und jetzt müssen wir nämlich zu der Ökotante, vermute ich mal. Und die würden uns sagen können, weil der hat jetzt gerade gesagt, Mondsichelbucht. Also, was Faiths Aufenthaltsort angeht. Weißt du jetzt, was mit ihr passiert ist? Ja, ich glaube, ich kann es mir zusammenreimen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Können wir sicher sein, dass Faith hier auf Kalawa war? Ja, ich habe im Dschungel ihr Höschen gefunden. Sie hat ein Zimmer im Hotel. Sie hatte ein Zimmer im Hotel. Wenn sie im Hotel ein Zimmer hatte... Wie können wir das beweisen?
Kip hat sie gesehen, Bobby hat sie gesehen, ich habe ihr Sachen im Hotelzimmer gefunden. Ja, eigentlich alles. Eigentlich alles. Ich habe ihre Sachen im Hotelzimmer gefunden. Gut, das können wir festhalten. Sie war offensichtlich hier im Hotel. Aber wo hat sie sich aufgehalten? Mondsichelbucht. Nacktbaden, hehe. An der Poolbar hat sie einen Drink genehmigt? Nee. Sie war oft auf dem Aussichtssteak? Nee. Sie hat was Buffet geholt? Nee. Galaktischen... Sie war sicher, hier. Sie war sicher auf diesem galaktischen Festival. Du meinst, sie war auf dem galaktischen Festival. Kannst du das beweisen? Ja, ja. Sie sieht galaktisch gut aus. Alle blonden Frauen mögen Festivals. Ich habe da so ein Gefühl. In dem Hotelzimmer war ein Flyer dazu. Shauni hat sie dort gesehen. Wer Shauni? Ah, Shauni, jo. Shauni hat sie dort gesehen. Stimmt, das hat sie uns gesagt. Shauni können wir glauben, dass sie Faith gesehen hat. Aber was ist nach dem Festival passiert? Oh, sie will jetzt aber alles wissen, ne? War nach dem Festival in der Mondsichelbucht. Faith war nach dem Festival in der Mondsichelbucht. Du meinst die Bucht, die man Sherlock vom Hotel aussieht? Aber kannst du beweisen, dass Faith in der Mondsichelbucht war? Ja, das ist jetzt so ein Problem. Faith und ich haben eine telepathische Verbindung. Ich habe ihr Höschen am Strand gefunden. Wo soll sie sonst gewesen sein? Shauni hat sie gesehen, dass sie in Richtung Mond... Shauni hat gesehen, dass sie in Richtung Mondsichelbucht gelaufen ist. Aber das beweist nicht, dass sie tatsächlich dort gewesen ist. Mist. Ich habe ihr Höschen am Strand gefunden. Hör auf, immer wieder damit... Nee, shit. Mist. Ihr Kleid lag dort. Nur in deinen... Oh, warte. Das ist ja ein Regelrecht. Pass auf. Da ist ja der Müllsack von der Öko-Tussi. Jetzt gehen wir zur Öko-Tussi und sagen, hör mal, du warst in der Mondsichelbucht. Hast du da diese komische blonde Frau gesehen? Und sie wird sagen, ja. Weil ich habe sonst noch nie eine andere Frau gesehen. Und dann können wir damit beweisen, aha. Ja, so machen wir das jetzt. Pass auf, dann gehen wir jetzt hier mal runter. Dann gehen wir hier hin. Dann reden wir mal mit der. Hallo. Ich habe gesehen, dass du in der Mondsichelbucht Müll gesammelt hast. Ja, und zwar ziemlich viel. Die gilt ja als besonders romantischer Treffpunkt. Was meinst du, was ich dort alles für eklige Sachen wegschaffen muss? Igitt. Na? Du meinst, man kann da eine romantische Nacht zu zweit verbringen? Das kann man wohl. Ich räume den Müll dort aber immer alleine weg. Vielleicht fehlt dir die richtige Begleitung. Du kannst mir gern dabei helfen. Das meinte ich jetzt nicht. Dann habe ich kein Interesse. Ich habe gesehen... Ja, und die gilt... Was meinst... Okay. Warum heißt die eigentlich Mondsichelbucht? Es könnte daran liegen, dass sie wie ein Dreieck geformt ist. Ach, echt? Wer verarscht hier jetzt wen? Das frage ich mich schon lange. Okay, warte mal, ich muss nochmal kurz... Ja, die gilt, was meinst... Ich bin sicher, dass dort ein... Ich bin sicher, dass dort eine Frau gewesen sein muss. Ich habe keine gesehen. Hast du in der Mondsichelbucht sonst etwas gefunden, was irgendwie... Naja, das hier. Das ist der Puck, der Faith ausgenockt hat. Was? Ah, vergiss es. Sie muss ihn bei sich gehabt und dann verloren haben. Wo genau hast du den gefunden? Bei der Badewacht. Bei der Badewacht. Okay, können wir die noch was fragen darüber? Ich möchte... Nein. Das ist dein Ach, das, das, das ist doch blöd, Blödsinn. Hier, warte, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte nämlich, Ach, Quatsch, hier. Hab mich... So, und zwar... Hast du vielleicht... Ich versuche Menschen so gut wie gerade diese Touristen... Sie heißt Faith. Nein. Nee, stimmt, das war nix. So. Ich hab... Ja, die gilt, was mein... Ich wollte nur gucken... Warum heißt es? Ach, so, können wir jetzt. Können wir das Verhör jetzt starten? Okay, Badewacht. Alles klar, an der Badewacht. Pi? Ja. Naja, irgendwie hilft nichts. Ich verbinde damit viel. Hoffentlich kann ich bald. Immerhin habe ich. Okay, wir gehen jetzt wieder zurück, gehen in den Aussichtsturm, gucken mit dem Fernglas zur Badewacht. Und damit können wir dann. Aber wieso sollten wir dann dem Handy sagen. Ist ja auch sinnlos. Was kann das Handy denn dann? Auf einmal orten? Irgendwie GPS-Daten von ihr hacken? Ausprobieren. So, Badewacht.
weil ich glaube, ich komme nicht zu den Orten selber hin. Nein, ich bleibe lieber auf der Aussichtsplattform. Du sollst ja auch das Ding dann da schauen angucken. Wir mal. Ja. So, Badewacht, hat er gesagt, ne? Hat sie gesagt, Entschuldigung. Da ist eine Badewacht. Ja. Eine Hütte für... Dazu würde ich gerne die... Eine Hütte... Da ist eindeutig jemand von der Bucht in kleine, zierliche Füße. Da bin ich sicher. Und da ist ein Abdruck von einem runden Objekt. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Da ist das. Nein. Das habe ich in der letzten Folge schon angeklickt. So, pass auf. Jetzt haben wir doch eigentlich alle Beweise, also, oder? Was Faith? Weißt du jetzt, was mit ihr... Ja. Ja. Okay, das Faith war bei... Emma hat den Puck gefunden, der Faith ausgenockt hat. Emma hat den Puck gefunden, der Faith ausgenockt hat. Stimmt, der Puck kann nur von ihr stammen. Faith war also beim Festival, dann in der Mondsichelbucht, dann bei der Badewacht. Aber wo ist sie danach hingegangen? Das stand jetzt nicht so auf dem Plan. Oh, wo ist sie denn danach hingegangen? Zurück zur Mondsichelbucht? Zurück zum... Nein, sicher nicht. Okay, nein, ins Hotel. Ins Hotel. Kann sein, aber das wissen wir nicht. In den Dschungel. Der ist zumindest direkt bei der Badewacht. Wir haben Faiths Spur bis zur Badewacht verfolgt und glauben, dass sie dann in den Dschungel gegangen ist. Haben wir Beweise? Sie ist als Baby von Löwen großgezogen worden und hat Asamenya gesungen. Der Geruch ihres Parfüms weht eindeutig aus der Richtung. Bei der Badewacht war ein Abdruck... der Badewacht war ein Abdruck des Pucks und Fußspuren führten in den Dschungel. Du hast recht. Das sind alles eindeutige Hinweise. Auch die Abfolge der Ereignisse scheint schlüssig zu sein. Wir wissen, wo sie war, aber wir wissen immer noch nicht, wo sie ist. Der Dschungel ist groß. Aber es gibt eine Person, der nichts entgeht, was auf der Insel passiert. Ich, du, die Muschel am Strand... Du! Nein, du Dödel. Bobby, die Gouverneurin der Insel. Aber die hätte es mir doch gesagt, wenn sie wüsste, wo Faith ist. Bist du sicher? Du solltest sie in die Zange nehmen. Sozusagen ins Kreuzverhör. Wie Sherlock Holmes. Hieß der nicht John? Vergiss es. Alles klar! Ab zu Bobby! Ich hab doch gesagt, ich glaube, ich mache eine Zweitkarriere als Detektiv. Ja, ich lasse mich umschulen. Definitiv. So, Bobbys Büro... Und jetzt gibt's ein Kreuzverhör. Sie und ich. Und der komische Clownsfisch hier. So. Hey, Bobby! Was gibt's, Larry? Jetzt geht's rund. Ich muss los. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ganz einfach, ich will mal kurz das Aquarium anklicken. Ich halte da nicht die Hand rein. Sie wird sicher nass und ich werde vielleicht gebissen. Ach, hatten wir schon, glaube ich, ne? So, jetzt geht's rund. Jetzt hey, aber. Hey, Bobby! Was gibt's, Larry? Ich weiß jetzt, dass Faith im Dschungel war. Mit meiner Hilfe. Sie hatte ein Zimmer, war auf dem Festival, in der Mondsichelbucht, im Dschungel. Aber dann verliert sich ihre Spur. Allerdings habe ich dort eine Plane vom Hotel gefunden. Da steckt doch mehr dahinter. Was hat Faith da gemacht? Larry, ich finde, du machst dir viel zu viele Gedanken. Wir könnten auch andere Dinge tun. Nochmal. Es gibt da auch noch ein paar Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte. Die will ablenken. Die will ablenken. Na gut, wird sie das hat gewonnen. Ich muss wirklich rausfinden, was mit Faith passiert ist. Warum willst du unbedingt was über diese Faith wissen? Du bist hier auf einer tropischen Insel. Draußen weht ein laues Lüftchen. Wir können alle Hüllen fallen lassen. Reicht das nicht? Warum denkst du dauernd an diese Faith? Das ist schwer zu erklären. Aber ich muss sie finden. Ich muss sicher sein, dass es ihr gut geht. Okay. Wo deine Faith ist, weiß ich nicht, aber dort im Dschungel hatte ich ein Boot für Notfälle. Das habe ich ihr gegenüber auch erwähnt. Das ist jetzt verschwunden. Was kannst du mir noch über das Boot sagen? Ich habe es nie benutzt. Es ist so ein blaues Boot. Okay, also ist die vermutlich von der Insel geflohen? Im Dschungel? Lobby. Gehe ich recht an der Annahme? Also liege ich da richtig, dass sie dann... Boah. Da muss aber echt nachdenken, ne? Also das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder in den Dschungel. Und... Warte mal, wenn... Zur Toilette? Genau, in den Dschungel.
Und die hat gerade gesagt, blaues Boot. Aber ich komme ja gar nicht dahin. Da ist ein G. Ja, toll, da ist ein G. Wow, ich habe ein G gefunden. Hat er gefunden. Okay, können wir hier denn hier eventuell entlang zur Toilette? Ja, du kannst auch schnell laufen. So, reden wir mal mit dem. Hallo? Besetzt! Ja. Dann störe ich, du klingst... Ein blaues Boot. Warte mal, können wir dann eventuell mit Kip reden? Ja? Nee. Ich gehe dann. Schade. Okay, wen können wir denn noch fragen? Ihn? Spiel doch mal Saxophon. Ich blase nicht. Ich muss weg. Okay, so, pass auf, folgendes. Dann gehen wir jetzt hier hin und reden nochmal mit Becky. Aber ich glaube, die hat nichts für uns. Oder? Die hat nichts für uns. Okay, er? Er ist jetzt gerade wach. Gunst der Stunde müssen wir nutzen. Ich bin da. Ich gehe. Wir sind da. Okay, pass auf, dann reden wir mal mit ihr. Auch nicht. Spät. Ja, okay. Boah, wen könnte man denn jetzt noch fragen? Den Typen auf der Aussichtsplattform wäre eine Möglichkeit. Ja, dann reden wir mal mit dem Typen auf der Aussichtsplattform. Oh, warte mal. Oder können wir nochmal mit Bobby reden? Zufälligerweise sagt die uns dann, wie man da hinkommt. Das wäre eine Möglichkeit, ne? Wir reden mal mit der. Hey, Bob. Was? Wie bekomme ich meinen Flug? Da steht gar nichts. Ich muss. Alles klar. Ciao. So, dann gehen wir jetzt nach oben in die Aussichtsplattform. Aussichtsplattform? Reden mal mit ihm, weil er kann ja die ganze Insel überblicken. Vielleicht hat er irgendwas gesehen. Nee. Ich muss peace. So, blaues Boot. Blaues. Dann schauen wir. Blaues Boot im Dschungel. Da ist eine Lichtung im Dschungel. Nein, hier ist. Nein. Nein, nein. Da ist eine Lichtung im Dschungel. Okay, pass auf, dann probieren wir jetzt. Okay, wir sind bei der Suche nach Faith einen Schritt weiter. Fassen wir zusammen. Faith ist in den Dschungel gegangen. Genau, dort hat sie ein verstecktes Boot von Bobby genommen. Dort hat sie ein verstecktes Boot von Bobby genommen? Wissen wir das? Hätte doch jeder nehmen können. Aber Faith wusste davon. Gehen wir also davon aus, dass es stimmt. Nur, wohin ist sie dann mit dem Boot gefahren? Ja, das ist die Frage. Ich vermute dahin. Nach Gofuku. Dafür haben wir keine... Wir müssen das blaue Boot aus... Erst dann wissen... Alter, jetzt müssen wir hier nochmal... Dann schauen wir mal. Okay, dann gucken wir nochmal. Das blaue Boot. Da ist doch ein Boot. Da ist doch ein Boot. Reife Leistung, genau diese kleine Insel getroffen zu haben. Wo finde ich denn jetzt hier das blaue Boot? Keine Ahnung, was die Boot... Da! Da ist ein Schiff untergegangen. Da ist ein Schiff untergegangen. Nee. Warte mal, wo ist denn hier das blaue Boot jetzt? Dort liegt doch ein blaues Boot. Es liegt also am Strand von Muffington Island. Da ist das blaue Boot. Alles klar. Okay. Wir sind bei der Suche nach Faith einen Schritt weiter. Fassen wir zu. Faith ist in den... Genau, dort ist... Dort hat... Wissen, hätte doch... Aber... Gehen wir nur... So, und dann ist sie nach Muffington... Nach Muffington Island. Stimmt, dort haben wir ein blaues Boot gesehen. Es muss das von Bobby sein. Gute Arbeit, Larry. Ich berechne eine Wahrscheinlichkeit von 92,3%, dass Faith jetzt auf Muffington Island ist. Dann sollten wir schnellstens versuchen, dorthin zu gelangen. Ja, aber wie gelangen wir denn da hin? Das ist ja die nächste Frage. Wie kommt man nach Muffington Island? Reden wir nochmal mit ihr.
Kann ja sein. Vielleicht vermisst sie ihr blaues Brot so sehr, dass sie sagt... Zentrale. Ja? Oh. Nicht du. Ja. Dieser Larry hat offenbar Faith lokalisiert. Sehr gut. Wo genau? Auf einer Nachbarinsel. Dann können Sie ihn jetzt ausschalten. Mich interessiert nur Faith und ihr Algorithmus. Ich werde damit noch etwas warten. Offenbar hat er sie dort gesehen, aber ich habe selbst noch keine Bestätigung. Wenn die Gelegenheit günstig ist, werde ich ihn mir schnappen und meine gefürchteten Verhörtechniken anwenden. Niemand hat ihnen jemals widerstehen können. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Haben Sie auch eine Verhörtechnik, bei der Sie ein Latexkostüm anhaben? So eins mit einem Reißverschluss am... Das brauche ich dafür nicht. Die sind abwaschbar. Da würden sie sicher auch leicht Blut abbekommen. Jedenfalls sind die wirklich widerstandsfähig bei anderen Flüssigkeiten. Ich merke es mir. Jan Mai, Ende. Man kann sich seine Kunden nicht immer aussuchen. Okay. Interessant, interessant. Dann hey, Bobby! Was gibt's? So, haben wir da... Haben wir ich gar nichts. Nur. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt mal raus. Dann gehen wir nämlich jetzt zur Lobby. Wir fahren jetzt schön nach unten in die Lobby. Und dann haben wir jetzt nämlich gespeichert. Und in der nächsten Folge können wir dann mal gucken, wie wir dann auf Muffington Island kommen. Weil das wird nochmal interessant. Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.